Frau Migl-Leitner. Vielen Dank übrigens, dass ich heute kommen durfte. Ich finde das sehr, sehr spannend und das ist wirklich so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, dass ich Sie mal wirklich so ganz direkt fragen darf, wer zieht Sie an? Danke fürs Kommen, ich habe mich unglaublich darauf gefreut. Wer zieht mich an? Ich mache das persönlich. Sie haben niemanden im Hintergrund, weil ich glaube, man stellt sich ja immer so vor, eine Dame in der Öffentlichkeit, in der Politik, da werden alle Augen hingerichtet. Da müssen doch mindestens 5 bis 6 Personen im Hintergrund sein, die die Kleiderauswahl machen, die genau wissen, welche Designer ist. Das bin ich nicht. Nein, das mache ich selber, aber meine größte Kritikerin ist natürlich meine Tochter, die mittlerweile 17 ist. Und die beäugt mich das eine oder andere Mal und sagt, ja Mama, das passt oder das passt nicht. Oder Mama, das ist old fashion oder na, das ist super. Das heißt, wenn ich eine Beraterin habe, dann meine Tochter. Meine Kleidungsstücke trage ich wirklich viele, viele Jahre. Ich lasse sie mal zeitlang im Kasten, dann nehme ich es wieder raus, versuche sie wieder mit einem Tuch attraktiv zu machen. Ja, super, ja. Das heißt, ich habe viel an Kleidung, aber ich trage sie sehr, sehr lange. Also das passiert auch, dass Sie das doppelt tragen einfach, weil es Ihr Lieblingskleid ist, ja? Ja, auf alle Fälle. Ja, ja. Sonst würde ich ein Problem kriegen mit meinem Mann, der ohne dies schimpft, was ich für Kleidung schon ausgibt. Wieder, oder wie? Ja, okay. Ah, schon wieder? Ja. Ich muss Sie schon nochmal fragen. Sie haben eine Zwillingsschwester. Ja. Und Sie sind ja sehr ähnlich. Wie war denn das früher? Waren Sie immer gleich angezogen? Weil ich könnte mir das so vorstellen, als Mädel der gleiche Faltenrock, der gleiche Pullover, war das so? Also wir waren bis zur Matura gleich angezogen. Wirklich? Da haben die Eltern großen Wert darauf gelegt. Da gab es einmal unterschiedliche Kleidung, gab es immer einen Zwist bzw. einen Streit. Und das Besondere ist, wir hatten auch eine Doppelhochzeit und haben auch das gleiche Hochzeitskleid gehabt. Ja. Echt? Das wusste ich gar nicht. Ja. Unterschiedliche Männer, ja, aber das gleiche Hochzeitskleid. Ja. In der Vergangenheit habe ich auch sehr viel an Kleidung für meine Zwillingsschwester gekauft, weil die hasst es, einkaufen zu gehen. Und ich liebe das. Also das macht den so Unterschied aus. Ist man aber das ist, für mich ist es optimal, denn ich kann sehr viele Dinge kaufen und brauche aber nur die Hälfte bezahlen, weil die andere Hälfte geht an meine Schwester. Ja, das ist lustig. Habt ihr auch die gleiche Konfektionsgröße? Gott sei Dank habe ich eine kleinere. Okay, gut, ja. Ich finde ja auch, wenn man das richtige Outfit anhat, dann fühlt man sich ja auch gleich ganz anders. Ja? Ist das bei Ihnen auch so? Also gibt es Kleider, die Sie unterstützen, so ein bisschen, bei Auftritten auch? Also das Outfit orientiert sich bei mir ganz nach dem Terminkalender. Das heißt, bevor ich zu Bett gehe, schaue ich nach, was erwartet mich nächsten Tag. Ja. Und dann mache ich mir schon die Überlegungen, was ziehe ich morgen an, damit es auch tatsächlich super, passt. Ja. Das heißt, es ist keine Seltenheit, dass ich mit 2, 3 Outfits im Kofferraum unterwegs bin, wo ich mich dann zwischendurch einmal umziehe. Gibt es so ein Lieblingsoutfit, wo Sie sagen, die Farbe stimmt, diese Farbe ziehe ich gern an, der Schnitt stimmt, ist das auch, was Sie jetzt heute anhaben? Wallende Stoffe, wallende Materialien. Ich sehe sie meistens auch mit U-Boot-Ausschnitten, also diese ein bisschen breiteren Ausschnitte. Ist das so der Lieblingsteil? Ja, das ist so mein Lieblingsteil, weil das ist einfach bequem, ja. Da engt nichts ein. Und auch die Farben sind in erster Linie hell, weil ich das sehr liebe. Und zum anderen bin ich natürlich oft mit Männern unterwegs und da sticht man doch etwas hervor. Ja. Denn Männer sind meistens in Blau, Schwarz, Braun. Ja. Und da schadet es nicht, wenn man so ein bisschen hell daherkommt. Super. Hier schauen Sie ja schon anders aus, aber ein wahnsinnig schöner Ausschnitt. Also ich finde gerade auch so, also ich wusste ja nicht, dass Sie keine Stylistin haben oder Stilberaterin, aber das ist wirklich ein sehr, sehr eleganter, edler Look. Was war das, wie ist das vom Gefühl? Ist das einer Ihrer Lieblingsoutfits? Also das ist definitiv eines meiner Lieblingsoutfits. Das ist mehr als 10 Jahre alt. Ist aber, heute noch in meinem Kasten und nach wie vor top aktuell. Dieses Kleidungsstück, ja, ich würde sagen, ich liebe es. Da war ich auch überrascht. Schauen Sie mal. Knallpink. Finde ich gut. Und da muss ich Sie auch noch mal fragen, wenn ich Sie jetzt schon so persönlich neben mir habe, darf man in der Politik auch ohne Arm gehen? Also früher war es verpönt, heute würde ich sagen, ja, wenn die Anlässe nicht allzu offiziell sind, natürlich bei hochoffiziellen Einladungen oder Empfängen ist natürlich etwas arm. Mehr das angebracht. Ist schon so. Also die Etikette muss man schon bewahren, also muss man auch schon wissen. Aber das finde ich sehr sympathisch, weil es frisch ist, weil es absolut jugendlich ist. Machen Sie Online-Shopping? Nein, nie. Ehrlich? Nein. Ich habe irgendwie nur am Abend Zeit.
Gut, ich arbeite in der Mode, ich bin ständig mit Sachen konfrontiert, aber wenn ich jetzt für mich einkaufe, kaufe ich nur in der Nacht online ein. Nein, das... Noch, das ist gar nicht. Nie, weil ich möchte das sehen, ich möchte das angreifen, ich möchte es probieren und dann möchte ich das sofort entscheiden. Okay, interessant. Finde ich auch gut, ja? Super. Gut. Danke, Jungs.